Hey Leute, ich habe damals schon ein Video gemacht, wie du Kicks fangen kannst. Das kannst du im Muay Thai machen. Damals habe ich dann einen Kommentar bekommen, was man jetzt macht, wenn dein Gegner deine Kicks fängt. Und da zeige ich euch heute zwei Methoden, wie man das abwehren kann, wenn dein Gegner eben deinen Kick fängt. Also da gibt es zwei Varianten, weil der Kick wird nicht immer gleich gefangen. Erstens, wenn der Kick hier am Gelenk gefangen wird. Das heißt, wenn ich jetzt kick, boom, hat er hier, also an meinem Gelenk, hat er mich gefangen. Und die zweite Möglichkeit ist eben, wenn er hier fängt. Das heißt, wenn ich ein bisschen näher bin, hat er hier mein Bein gefangen. Und da gibt es eben zwei Möglichkeiten, wie du das abwehren kannst. Also die erste Möglichkeit, das heißt, der fängt jetzt unten an meinem Gelenk. Also wenn ich kick, boom, dann machst du jetzt Folgendes, weil du bist ja eben, hast die Hüfte hast du eingedreht und jetzt drehst du die Hüfte gerade. Und das gibt dir halt hier ein bisschen Space. Und jetzt ist meine Ferse ist schon an seinem Hüftknochen. Und da drückst du jetzt rein. Also nochmal. Du kickst, boom. Jetzt hat er dich, drehst du deine Hüfte, das bringt dir ein bisschen Space und dann kickst du hier deinen Gegner weg. Und das wird schon ein bisschen wehtun, oder? Ja. Hat man schon ein bisschen gesehen. Okay, Leute, und die zweite Möglichkeit ist eben, wenn er dich weiter oben fängt. Das heißt, wenn ich jetzt ein bisschen näher an meinem Gegner stehe, dann kicke ich, boom. Und jetzt hat er mich hier an meiner Wade. So, und jetzt kann ich natürlich mit meiner Ferse kann ich ihn natürlich jetzt nicht mehr erwischen. Und was ich jetzt mache, ich nehme seinen Kopf und dann springe ich und mit meinem Knie versuche ich dann sein Kinn oder seinen Kopf zu treffen. Und wenn ich dann hier bin, dann drücke ich mein Knie runter. Und das tut er dann auch richtig an der Brust weh. Also du drückst das Knie dann runter, dass du dich halt eben befreien kannst. Okay, also hier, dann springst du und drückst dein Knie quasi in deinen Gegner rein. Okay Leute, also das sind eben zwei Möglichkeiten, wie du Kicks eben abwehren kannst. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir eine Faust nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.